Sie sehen hier den experimentellen Aufbau der Projektarbeit im Studiengang Aviatik, erstes Semester. Zwei Wagen bewegen sich auf einer Rollbahn, je bestückt mit einem Beschleunigungssensor. Untereinander sind sie verbunden mit einer Schraubenfeder und an den beiden Enden führt dann ein Gummiband zu einem Kraftmessgerät, also links und rechts. Dann kann man hier mit einem Ultraschallsensor noch die Distanz messen und hier mit dem Lasersensor die Distanz des anderen Wagens. Soweit zum experimentellen Aufbau. Die Studierenden haben dann die Aufgabe, zuerst mit einem Wagen und zwei Gummibänder ein Modell für ein Gummiband zu entwickeln, und zwar statisch und dynamisch. Und dann in diesem Experiment das Modell zu validieren. Um eine solche Situation zu verstehen, kann man einmal das Impulsstrombild zeichnen. Das heißt, man muss sich hier vor allem überlegen, dass bei Zugbelastung, und diese Elemente hier können nur auf Zug belastet werden, dass also bei Zugbelastung der Impuls nur rückwärts fließt. Das heißt, wenn wir die positive Richtung nach rechts wählen, dann fließt hier der Impuls nach links, je nach Belastung. Nach links bedeutet natürlich, von da fließt der Impuls zu und da fließt der Impuls weg, da fließt er zu und da fließt er weg. Neben dem Impulsstrombild, das direkt in die Situation hineinskizziert werden kann, gibt es noch das Flüssigkeitsbild. Da kann man die Geschwindigkeit, die Beschleunigung sehen, kann man den Impuls bilanzieren, die Prozessleistung diskutieren, dem Impulsstrom einen Energiestrom zuordnen und eben auch die Energiebilanz aufstellen. Als drittes kann man dann noch ein korrektes Kräfte- oder Schnittbild zeichnen und dort kann man dann noch so nebenbei die Newton-Axiome diskutieren. Ich habe den Studierenden empfohlen, dass sie die beiden Wagen auf eine absolute Position setzen zum Modellieren. Das heißt, man nimmt irgendeinen Punkt auf dem Wagen an, zum Beispiel diese Linie hier oder entsprechend diese Linie, und weist dann dem Wagen eine Position zu, entsprechend diesem hier aufgebrachten Maßstab. Und dann kann man von der Position her dann die Verformung der drei Elemente rechnen und die Verformung bestimmt ja dann den Impulsdurchsatz oder eben die Kraft, wie man auch sagt. Zeigt nun mal das Modell, aber das Modell ist nur mit Schraubenfedern, das heißt mit idealen Federn gemacht worden. Ich möchte hier nicht die Aufgabe für die Studierenden lösen. Sie sehen hier das systemdynamische Modell für diese Anordnung. Da haben wir hier die Impulsbilanz. Den Impulsstrom habe ich schon mal so eingezeichnet, wie er fließt. Und dann habe ich hier noch die Reibung gegen die Rollbahn. Für die Reibung brauche ich dann diese Vorzeichenfunktion. Den Impuls geteilt durch die Masse gibt die Geschwindigkeit. Und die Geschwindigkeit kann man aufintegrieren. Als Startposition habe ich dann hier 35 cm und 75 cm angenommen. Das ist eigentlich schon das ganze Modell. Das heißt, hier rechne ich dann die Verformung Vorzeichen richtig. Das heißt, die Verformung ist dann immer positiv, damit ich hier das Federgesetz einfügen kann. Also ich zeige das mal hier. Ich sage einfach, wenn die Verformung positiv ist, das wäre also jetzt Dehnung in diesem Fall, soll das Vorzeichen richtig setzen vorher, dann haben wir Federkonstante Mitte mal Verformung Mitte, sonst sei der Impulsstrom 0. Über dieser Dynamikebene, also mit Impulsbilanz und Kinematik, schwebt dann die Buchhaltungsebene, eben die Energieebene. Zum Impuls gehört dann die kinetische Energie, links, rechts. Und im Gegensatz zum Impuls, der ja mit der Erde ausgetauscht wird, deshalb hier überall diese Unendlichzeichen, wird ja die Energie zwischen Bewegungsenergie und Federenergie
ausgetauscht, wobei ein Teil noch dissipiert wird bei der Reibung. Das sammle ich da in diesem Topf. Wir haben also nur zwei Impulsspeicher, aber wir haben eigentlich sechs Energiespeicher oder Akkumulatoren. Jetzt zeige ich die Simulation, also hier das Geschwindigkeitsverhalten links und da die Position rechts. Im Moment habe ich die Startposition so gewählt, dass die Wagen bei 35 und 75 cm sind. Das heißt, keine einzige Feder ist gespannt. Anfangsimpuls habe ich auch nicht gesetzt. Deshalb haben wir hier keine Geschwindigkeit. Das ist rot und schwarz. Und ich habe hier die festen Positionen. Wenn ich jetzt hier auslenke auf, sagen wir, 30 cm, also ich lenke 5 cm nach links aus, und zwar den linken Wagen, dann setzt die Bewegung ein. Ich kann natürlich gegengleich auch noch um 5 cm auslenken. Dann sieht man hier grün die Position und rot und schwarz dann die beiden Geschwindigkeiten. Ich kann das hier noch zeigen, da habe ich die Kräfte oder eben die Impulsströme. Da habe ich also schwarz links und grün rechts. Und dazwischen habe ich rot den Impulsstrom in der Mitte. Also wenn ich nach links und rechts auslenke, dann habe ich zuerst große Belastung in der Mitte. Die klingt dann ab und dann kommen die beiden Fäden links und rechts. Ich kann natürlich hier noch die Reibung zeigen, aber die ist verhältnismäßig gering. Aber die Reibung ist verantwortlich, dass die Schwingung abklingt. Ich kann hier noch die Energien zeigen, und zwar zuerst einmal die kinetischen Energien, die sind streng positiv. Oder ich kann die drei Federenergien zeigen, die sind natürlich auch positiv. Und die dissipierte Energie, so ein bisschen größer, da sieht man, wie die einfach immer wächst. Dann habe ich hier noch die zugeordneten Energieströme. Wollen wir jetzt nicht mehr im Detail anschauen. Ich bin mir bewusst, dass man natürlich so ein Modell nicht in einem Video vorstellen kann. Man muss wirklich mit so einem Modell rumspielen, sich überlegen, was passiert jetzt und was passiert dann mit den Kräften und mit den Energien und so weiter. Aber man sieht hier noch etwas sehr Schönes. Die Systemphysik, die vermittelt Strukturen und nicht Formeln. Wir haben hier wirklich die Impulsbilanz, die Kinematik und die Energieebene. Und wir haben einen Zusammenhang zwischen Energieebene und Impulsebene. Der Impulsstrom, das sind also die Impulsströme hier, einfach kopiert von unten, multipliziert mit den Geschwindigkeiten der Wagen, also links, rechts. Das gibt die zugeordneten Energieströme relativ zu den beiden Wagen. Und die werden dann einfach aufintegriert, entsprechend im Wagen drin zur kinetischen Energie oder eben in den Federn zur Federenergie oder hier zur dissipierten Energie.